Los. Recording in progress. Frank, Oh. einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich morgen. Kann Was man schon wach sein? für, ja, was für Zeiten, ey. Was für Zeiten, ja. Da ist die Sonne aufgegangen. Sonne aufgegangen, so ist das, ja. Du bist noch beim ersten, zweiten Kaffee? Erste Kaffee. Erster Kaffee. Und daher Geduld bitte. Völlig ungewohnt für dich, oder? Ja, genau. Ich finde immer die Abendenergie eigentlich besser, Ja, aber auch die Gedanken zu Zwielichtstunde, kommen. die wir das letzte Mal hatten, die gibt es ja zweimal am Tag. Genau. Kam letztens auch einer an, der sagte, Frank, Ergänzung fand ich total geil. Zwielicht bezieht sich auch auf das zweierlei Licht, Ja, weil Zweilicht. der Mond und die Sonne da ist. Also Ja. das fand ich total geil, ja. Ja, wie wir es gesagt haben. Ne? Also wir haben ja mit Okitalk diese Sendung über Sprache gehabt mit der Nancy, ja, die da technisch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, aber das war absolut spannend, was Sprache ist. Ja. Frank, steht wieder viele Dinge an. Wir haben im November die Volition wieder. Du bist natürlich mit an Bord. Jetzt bist du bei den Referentengesprächen nicht dabei gewesen, dachte, legen wir heute noch gleich was nach. So ganz kurz vorab, bevor wir in unser Thema einsteigen, wir wollten ein bisschen über Musik 80er, 70er, 90er quatschen. Thema deines Vortrags am 4., 5., 6., 11., worüber wirst du sprechen? Ich habe Verschiedenes in der Pipeline. Mal schauen, für was ich mich entscheide. Pipeline. Da haben wir es schon wieder. Ja, gut, die ist ja gerade explodiert. Also, unter Umständen für Remote Viewing, über Remote Viewing, dass ich da mal was zum Besten gebe. Viele Leute wollen was Spirituelles. Ich lasse mir auch tatsächlich die Freiheit. Wir sind in wilden Zeiten, wenn davor etwas passiert, dass ich was Aktuelles mit hereinnehme und Alles da klar. dann vertiefe. Mal schauen. Ist noch für meine Begriffe lange hin, bis dahin, Thema. Ja, also ich habe heute mal auf den Countdown geguckt, auf den Runterzähler. Genau, der runter. 29 Tage noch, also das ist nicht mehr so allzu viel. Ja. 29 Tage, ne? Ja. Ja, cool, ich freue mich schon. Wird Ja, wieder ich mich geil. auch. Alter, ne? Schön. Ich werde auch im Kanal bei mir nochmal was teilen jetzt, ja, damit die Leute Bescheid wissen, weil langsam sollte man sich ja doch anmelden, ja. Ja, also ich habe jetzt gerade, was das angeht, für die Volition mal noch einen separaten Informationskanal aufgemacht, ja, wo wir dann noch so ein paar Tafeln raushauen mit verschiedenen Informationen drin. Und wir werden, ich glaube, diese Woche noch werde ich gucken, dass wir noch ein paar Hotels empfehlen dort, die in der näheren Umgebung sind. Ja. Muss mal schauen, ja. Also ist halt im November, denke ich, durch den Wegfall vom Campingplatz nicht ganz so leicht. Ja, wobei es ja schon prophezeit wird, dass das Wetter im Herbst sehr warm sein wird. Wir gehen wieder in die große Halle. Ja, selbstverständlich. Ja, wunderschön. Es Die werden wir auch brauchen. war da nicht so intim, aber es hat natürlich was, eine klasse Atmosphäre durch diese Größe und die Also und so. administrativ steht alles genauso fest wie beim ersten Mal. Das Einzige, was sich ändert, sind die Themen. Der Musikbeitrag wird ein anderer sein. Aber auch da bin ich mir sicher, dass wir einen ziemlichen Nerv treffen. Und derjenige, der dort ist, der wird sein Bestes geben, das weiß ich. Ja, erinnere mich mal, dass wir nach der Sendung kurz noch mal quatschen wegen Musikbeitrag. Ja, da habe ich auch noch mal eine Idee. Vielleicht erinnerst Du. du mich dran. Ich schreibe es mir ja auch noch mal auf. Du, alles klar. Ja, du So. hast mich ja total geflasht. Oder ihr habt mich geflasht mit eurer Beatles-Sendung, ja. Der Flo und ich, ja. Total geil. Ja, spielte sich ja alles in den 60ern ab und der Flo hat ja da so die Info rausgegeben, dass die unglaublich viel Songs geschrieben haben in ganz, ganz kurzer Zeit. Dann aber auch immer wieder Auftritte hatten, die waren ja eigentlich nur live tagtäglich da am Wirken. Da fragt man sich dann, wie geht das? Ja? Also, wie kamen diese Songs zustande? Ja, weil jeder, der ein bisschen Musikahnung hat, der weiß, dass das Einspielen von so einer Geschichte, bis das perfekt klingt, bis jeder Schlag sitzt, bis jede Saite richtig gezogen oder geklampft wird, ja, dass das passt und dass der Ton passt, dass das Singen passt, dass das schon eine Menge Arbeit ist. Also so eine Albenproduktion mit 12, 10 Stücken, ja, die kann dann teilweise, wenn du wirklich dir Arbeit machst, um die zwei, ein Jahr dauern, ja, bis das alles drin ist. Hast du jetzt gerade auch mitgekriegt, da weiß ich, Depeche Mode, ja, bringen was Neues raus, machen als Duo weiter und sind auch schon mittendrin in der Produktion. Da wird auch gleich mal so ein ganzes Jahr wird das
wird da veranschlagt, bis das dann kommt. Also da steckt eine Menge Arbeit drin. Und wenn du jetzt live irgendwo bist, kannst du ja nicht produzieren. Ja? Also wie passt das? Ne? Ja, wahnsinnig spannend. Ich meine, da liegt ja jetzt der Verdacht nahe, um das mal so, um die Sendung auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, dass wir es mit den Beatles jetzt mal salopp gesagt im Grunde dann mit der ersten Boygroup zu tun hatten. Also mit einem Kunstobjekt, das geschaffen worden ist und eben nicht, wie man es uns erzählt hat, mit so einem Ausfluss von Kultur und Ja, das. oder diesem Aufbrechen der Jugend oder was da drin war, ja, so, also nach dem Motto, wenn du Beatles hörst, dann bist du gegen deine Alten, so in der Art, so habe ich das immer noch verstanden irgendwo, ja, so, reihenweise Mädels, die in Ohnmacht fallen, ja, und lauter so Zeug, was du da alles mitkriegst. Und genau da ist der Verdacht nämlich naheliegend, dass du es mit Social Engineering wieder zu tun hast. Ja. Dass es ein bewusster Kulturexport von USA ist, so wie der Brzezinski das in seinem Buch auch später Moment, das gesagt hat. war britisch. Das waren Briten, ja, gut, angloamerikanisch, ja. Es ist dieselbe Grundenergie, die da über Deutschland gekommen ist und mit dem Dritten Weltkrieg zusammenhängt, ja. Mit Sicherheit, ja. Also sind da Sachen gelegt worden, um das reinzubringen. Ich glaube, dass auch das wiederum Auswirkungen auf die Sprache natürlich hat. Das Reinstreuen der Anglizismen, das Verändern der Ausdrücke, all das kommt ja damit rein, weil du singst diese Lieder mit. Also ich bin des Englischen, ich sag mal, mächtig, ja, und ich verstehe Texte, ja. Ich höre, also ich muss den Text nicht lesen. Wenn jemand eine gute Aussprache hat, dann höre ich den Text und dann verstehe ich das auch über den Weg. Und du hast zwangsläufig dann auch ein Übertragen der Sprachen. Ja? Das kommt da ganz intensiv mit, ohne dass einem das vielleicht so sehr bewusst wird. Und damit veränderst du, ja? Social Engineering, ja klar. Und jetzt schau mal, wie das reinpasst. Die Beatles, wenn du es heute hörst, noch sehr unschuldige Texte, I wanna hold your hand und sowas, ja. Ja. Sie waren einfach, verständlich. Es war wie ein Sprachkurs mit auch noch ganz eingängigen Melodien dabei. Die waren ganz, ganz, die gehen ja runter wie Öl, ja. Welcher Song gefällt dir am besten von den Beatles? Here I stand, head in hand. Ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on und so weiter. Keine Ahnung, ey. Ja. Wünschen am geilsten. Warum? Was magst denn du? Hard Day's Night. Ach komm. Ja. Passt zu dir. Also man könnte genauso die Beatles auch begreifen als so eine ganz weichgespülte Umerziehungsmaschine, die dann über Deutschland kommt, über vielleicht auch ein altes, brütes Deutschland. Kannst du diesen Geist noch fassen von damals so? Also Roy Black und Heinz Erhardt, ja. Nee, Beatles, nee, Beatles, Die Beatles. Beatles, ja, das war das krasse Gegenteil, ja. Dieses Blümchengedöns da in diesen Peter-Alexander-Filmen, ja. Also, und im Gegensatz hast du die Beatles. Also das ist so gegensätzlich, ja. Also ich finde, da ist auch schon so, ich hab letztens das Wort bipolare Spannung kennengelernt. Okay. Warte mal, ich will bei den Beatles bleiben. Ja, Weil, ja. ja, sorry, sorry. Guck mal, die kommen da mit ihren Pilzköppen an. Du sagst richtig, die Mädels fallen in Ohnmacht, also sie gebühren sich unziemlich, die Frauen, ja. Sie geben sich preis bei den britischen Jungs, also 20 Jahre vorher sind noch die britischen Bomber da drüber geflogen. Ja. Ich frage mich immer, wer hatte 1944 Bomberjacken an und wer hatte sie 1967 an, die Bomberjacken, weißt du, oder 1972. Ja. Da zeigt sich trotz aller Unschuld, zeigt sich schon dieses Ja, Gegenteil. und dir wird das dann irgendwie so verkauft, dass das eine natürliche Entwicklung ist, ja, irgendwie in der Art, und dass das alles irgendwie so kommen musste, ja. Und daraus resultiert ja dann was. Dann kamen die Stones, dann kam Floyd, alles das. Wobei Floyd ist für mich eine Ausnahme. Ja. Ich bin da, wie soll man sagen, auch in Gestaltung der Musik und auch in der Textur dieser Songs, in einer anderen Energie. Da habe ich immer das Gefühl, dass da einfach schon ja, menschliche, psychische Tiefen angesprochen werden, die bei jedem Mensch vorhanden sind. Also da möchte ich eine Ausnahme setzen. Aber gerade das, was dann so in diesen Hype reinging, ja, dieses
Weiß nicht, daraus resultierte ja dann ganz viel, weil du musst das mal so sehen, weil einen Musiker gibt es immer, ja. Und dann gibt es die Beatles, dann gibt es die Stones, ja, und das sind so die Impulse. Du kriegst dann das mit, ja. Du hast eine Gitarre zu Hause, dann probierst du das mal aus und das mal aus, dann hast du einen, der Schlagzeug spielt und plötzlich hast du eine Band, ja. Dann fing das in Deutschland an, ja. Da gab es ja dann auch so diese gleiche Bewegung, so im Prinzip. Ich weiß nicht, so deutsche Bands in dem Bereich, wie könnte man da jetzt nennen? Sweet ist deutsch, soweit ich weiß, oder? Echt, ich wusste Ich nicht. meine, ja. Was mit Bay City Rollers? Das waren da auch so. Ja, das ist ja schon Ende 70er eher, oder? Ja, schon, Ja. schon. Über 10 Jahre weiter, da haben wir jetzt viel übersprungen. Einen Elvis müssten wir mit reinnehmen, sonst. Elvis muss mit reinnehmen, ja klar, logisch, das ist das Und Gleiche. der schwingt mit der Hüfte, um Gottes Willen. Der macht ja im Grunde, Entschuldigung, Bumsbewegungen auf der Bühne. Ja, Also, die sind ja. ja alle in Ohnmacht gefallen, Irgendwann wird dann noch erklärt, dass Forrest Gump den Impuls gesetzt hat. ja. Das kommt noch dazu, ja, also da kommt dann diese, ja. Ne? Weil das ist ja diese Geschichte, die dann auch in dem Film dargestellt wird, wo dann auch durch diese Zeit hindurch immer der Impulsgeber gezeigt wird, dass einer irgendwas macht und jemand anders macht es nach, ja, so in der Art. Das zeigen die dir da ganz genau, weil das ist das dann letztendlich. Jo, und was hast du dann? Du hast die Industrie. Die Industrie empfängt dich mit breiten Armen und sagt, du willst einen Plattenvertrag? Nur zeig mal, was du kannst. Passt das in die Strömung? Und dann hast du Daten, du hast Analysen, du hast Verkaufszahlen und dann siehst du, was gerade passt und was nicht passt. Und dann wird ausprobiert und ausprobiert und ausprobiert. Da kommt eine Madonna in den 80ern, ja, die dann praktisch das Gegenteil zu Elvis ist, ja, wo du sagst, wo dann das Weib praktisch sich verbilligt, ich möchte es mal so sagen, ja. Und das sind alles Abbau von Werten, Abbau von Moral, wenn du so willst, ja. Das Ja. formt. Das hat Auswirkungen auf Sexualität, das hat Auswirkungen auf Sprache, auf alles, ja. Weil Alles. Jungs machen das nach, die jungen Leute. Das habe ich nicht anders Das gemacht. Ich wurde habe auch auch von der alles. Kim Wilde einen Starschnitt in der Bude gehabt und fand die wunderschön. Ich hatte diese ACDC-Starschnitte. Riesel, gab es auf 2 Meter, fand ich richtig klasse. Ja, bravo. Ja, klar, alle gekauft. Ja, Ja. logisch. Kim Wilde war, ja, hallo. ACDC haben die Blonde Bravo gewonnen. Mähne und ja. Ich habe ja die Bravo trotz der Aufklärungsseiten da drin gekauft. Der Mir ging Dr. Sommer hat mich nie rein um die interessiert. Musik, ja. Ah, schön. War Okay, das nicht, man kann ja. es wirklich begreifen als eine übergestülpte Kultur, die damit verbunden wird und als ein Wegwischen des Alten. Und dann ist es gar nicht mehr so unschuldig, ja. Und du hast Nein. auch diesen, oder nimm mal, du hast Pink Floyd, geh mal 2 weiter zurück. Dieses Psychedelische hast du angesprochen, was in den 70ern auch kommt. Ja, das war schon 60er eher. Also die haben ja mit End60er. Mitte der 60er Syd Barrett und was da alles war. Led Zeppelin. Die Led Umwelt Zeppelin, ja. von der Elhas-Algis-Rune, die Glückslebensrune zum Peace-Zeichen. Ups. Zufall? Weißt du, da wird Wobei, ja. das wurde ja, so wie ich das verstanden habe, war das ja auf diesem Rasen da in Woodstock gesetzt. Ja, aber der Doors darfst du natürlich auch nicht vergessen. Wow, wow, wow. Ja. Ja? Auch mit diesem mystischen Abgang dann von Morrison. Ne? Also, es kommt da noch dazu. Also, auch da haben wir ja diesen Club der 26er, so heißt das, glaube ich. Ne? Immer wieder einer dabei ist, ob das jetzt Amy Winehouse oder Kurt Cobain, die passen da alle rein in dieses Muster. Und guck mal, wie das reinpasst in die End-60er mit, helf mir, dem großen Straßenfest in Amerika, was ja auch verkultet wurde mit dem Drogen. Oh, meinst du, ich komme jetzt? Woodstock, Mann. Woodstock, ja, meine ich doch gerade. Und da ist dieses Peace-Zeichen, da kommt das, glaube ich, her, dass man das auf den Rasen da irgendwie gepinselt hat, keine Ahnung. Und dann gibt es eine Hubschrauberaufnahme. Ich glaube, das hat man dann oben von oben runter abfotografiert. Und das Ganze jetzt, ob das Verdrehen, ja, dieser Lebensrune und der Todesrune, ja, ob das da jetzt bewusst gemacht wurde, das möchte ich gar nicht. Ne, aber Fakt ist, es wurde vom Hubschrauber aufgenommen und die Perspektive ist natürlich, du kannst ja schon einen bewussten Akt darunter stellen, ja, und dann hast du den Effekt, dass all die, die das Zeichen dann haben und verkehrt rum transportieren, ja, die transportieren im Prinzip den negativen Pol an der ganzen Geschichte, ja. Das ist Peace, magisches ja. und Und das, genauso funktioniert es. ja. Ja, genau so geht es. Ja. Und es ist dann egal, ob du als Tragender das nutzt. Weißt oder nicht? Genau, ganz genau. Spielt, Du weil du kannst gehst in das die entwickeln. Wechselwirkung und gibst Genau. dann praktisch durch dein Verhalten im ganzen Energie, ja. Peace, rest in peace, passt schon. Das ist magisches Denken, aber du weißt ja, wir lernen in der Schule, dass das eh alles Unsinn ist, weil wir müssen ja wissenschaftlich und evident denken. Ja, klar. Ja, und bei Charlie Hebdo wird es dann auch nochmal ausgegraben, das Zeichen abgewandelt. Ja. Was heißt abgewandelt? Im Grunde genauso, ja. Ja, wird benutzt. Ja, klar. Okay.
Gut, also da sehen wir ganz so uns. AC/DC. Ich wollte auf AC/DC nochmal kommen. Finde ich ganz lustig. Du hast diesen Industrieaspekt auch angesprochen von Musik, die Bandverträge und so weiter. Da ist ja damals der Bon Scott gestorben, hieß ja so wegen Käsebrotsche. Hat einen Käsebrotsche gegessen, war vollgepumpt mit Alkohol, hat gekotzt. Und dann kriegen wir ja erzählt, jetzt sind wir bei dieser Legendenbildung. Irgendwo in Schottland klingelt dann das Telefon in der Kneipe und der Brian Johnson ist gerade da und der Wirt sagt zu ihm: Ey, da ist der Angus Young von AC/DC dran, sollst du mal vorsingen. Und was soll ich dir sagen? Die Stimme klingt fast genauso wie vom Bon Scott damals. Was ein Zufall. Und das sind so diese Mythen, die wir dann auch noch dazu er Kommt erzählen noch müssen. mit, ja klar. Und auch dieses, der wurde entdeckt, ja, das gibt es ja dann auch, ne? Wie darf ich mir das denn vorstellen? Da tourt irgendeiner aus der Industrie rum, das wird dann auch, das ist wie im Fußball, das ist das Gleiche, ja, da läuft das ja genauso, ja, dass irgendein Talent irgendwo entdeckt wird, weil er halt gutes Ballgefühl hat, was auch immer, ein Neymar oder ein Ronaldo oder wie sie alle heißen, wo kommen die alle her? Da wird er erzählt, die kommen aus den Slums irgendwo her und die hat man da irgendwo gepflückt, ja, und hat einen Vertrag gegeben, und jetzt haben sie ein unermesslich reiches Leben, so in der Art, ja. Wo ich mich dann auch immer frage, denken die da an das, wo sie daherkommen? Weil was willst du denn mit den Millionen und Abermillionen machen? Warum stehen da keine neuen Häuser? Ja? Der vergisst ja dann, also irgendwo passt das alles hinten und vorne nicht zusammen, ja. Und also ich vermute schon, dass teuflisch, satanisch möchte ich gar nicht rein in die Energie, aber dass sowas in der Art da im Hintergrund logischerweise auch steckt und dass man ganz bewusst bestimmte Dinge einfach korrumpieren möchte. Das wird ja auch die Musik benutzt, um immer wieder irgendeinen Skandal oder ein Tabu zu brechen. Ja? Ich erinnere mal an Frankie Goes to Hollywood oder an Genie von Falco. Ja, oder Madonna auf der Bühne, ne? Madonna, ja klar. Mit Ja. sich und ihrem Ja, Ganzen. der Skandal und hast du gesehen und das Lied wird nicht gespielt, das ist zensiert, ja und. Es ist eine Masche. Richtig, richtig. Bist eben auf einen Aspekt eingegangen. Genau, das mit dem Fußball verglichen. Hast gefragt, welche Matrize hängt dahinter. Ich sag's dir. Dieses Entdecken, diese Legende, dass man entdeckt wird als talentiert, als Talent. Das ist genau die Matrize vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist Genau. der American Dream. Leb dich aus. Du Ja, wirst zum Heldennachläufer. genau. Und das ist was, das findest du in der Kirche. Weil das ist das Grundprinzip. Jeder, der heilig gesprochen wird, ein Märtyrer, was auch immer, ja, der dann verehrt wird. Ja? Und wenn du so guckst, ist das die Erlösergeschichte in Popkultur. Das kannst du darauf transportieren. Das ist wie so eine Matrize, die draufpasst. Ich habe ja gerade am Wochenende einen Kurs gemacht, einen neuen Kurs, und da redet man am Schluss über die Erlösung. Und ich darf an der Stelle einfach mal rausgeben, dass die Erlösung, ja, das, was da kommt, weil irgendwas scheint ja da zu sein. Ja, du vergötterst den ja, ja irgendwo und sagst, das ist mein Idol. Ja, das sind alles das, wo du sagst, ich möchte sein wie der oder ich finde den gut oder ich finde das gut. Ja. Ich bin mittlerweile so weit in Musik, ich höre unheimlich gern zum Beispiel New Order. Sagt dir das was? Ja, alte Band. Alte Band, ja, die sind aber aktiv. Die haben bestimmt 4, 5 Alben rausgebracht. Das eins besser wie das andere. Das ist kein Mainstream, ja. Das hörst du nicht im Mainstream. Es sind so geile Lieder dabei, ja, wo du dann denkst, ja, genau. Und warum ist das so? Und warum hörst du von Menschen wie George Michael oder von Nick Kershaw, ganz bekannt, ja, die dann raus wollen aus diesen Verflechtungen mit den Plattenfirmen, ja, und dann praktisch ruiniert werden, bis zum geht nicht mehr. Da wirst dann öffentlich noch abgebaut. Ja, was hat man mit George Michael gemacht? Ja, so Fragen. Du kennst den Menschen nicht. Du kannst dir gar kein Urteil erlauben. Aber das, was in der Zeitung steht, wird dann einfach benutzt. Ja, da wirst du fertig gemacht von außen. Das sieht man so. Ich wusste, stimmt. Nick Kershaw, ging das auch so? Wurde auch Fan Ja, von ja. Wouldn't It Be Good und so. Ja, Riesen. klar. Und der hat, also wenn du Kershaw hörst, ja, das ist ein, also einfach mal mit der Geschichte von dem Mann auseinandersetzen, ja, weil der hat ja, also aus meinen Begriffen, ein unglaubliches Talent, Ohrwürmer zu schaffen. Und du Wouldn't It Be Good hast, die Melodie hast du sofort im Kopf oder The Riddle oder wie es hieß, ja. Das sind alles so Sachen, die hast du einfach im Kopf, ja. Die sind da, ne? Oder I won't let the sun go down on me. Brauche ich nur sagen, dann, zack, dann läuft das da oben. Ja? Das kriegst du ja nicht mehr aus der Birne raus. Ja? Das sind so Talente, die jemand hat. Der hat die erste, die zweite, das war dann kommerziell, kann man sagen, Erfolg. Die dritte dann schon nicht mehr so, aber da ist die Platte
Genial. Das ist ein geniales Ding. Die danach auch genial. Es gibt insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Stück und er hat letztens mal eine Unplugged-Geschichte rausgebracht. Das lief alles nur noch über seinen ohne Vertrag und auch gestritten vor Gericht und gekämpft und da rauszukommen, aber geht nicht. Jetzt haben wir im Grunde bewiesen, wie wirksam Brzezinski ist, weil ich könnte mich mit dir jetzt wirklich auch 2 Stunden über 80er, 90er Jahre Musik unterhalten. Ja, wie anziehend das ist, weißt du? Meine Geschichte ist ja genauso drin. Ja? Logisch. Oder denk mal an Comebacks. Comebacks, das Wiederkommen. Die Auferstehung, die ist da drin. Ne? Also fällt mir Okay. Duran Duran ein, zum Beispiel. Oder ja, all die, die mal in der Versenkung verschwunden waren und plötzlich wieder da sind. Dann denkst du, wie geht das jetzt? Ne? Plötzlich, ja, so irgendwie. Ne? Nach einer Phase, weißt du, das sind wahrscheinlich so 40 Tage Wüste. Nach Ja. der Fokussierung, Meditation, sich sammeln, ja, kommen sie wieder und haben etwas zu sagen. So Das ist das, ja. ist total geil, ja. Ja, und das sind alles kirchliche Prinzipien, ne, wo du dann denkst, naja, Hast alles schon mal da du da schon gewesen. eine Sendung zu gemacht, zu dieser Verschränkung Musik, Starkult und Kirche? Aber ob was? Musik, Starkult und Kirche, beziehungsweise Erlösung. Die Erlösung ist ja sowieso immer in der Zukunft. Hast du da eine Sendung schon gemacht? Habe ich nicht, aber ich möchte zur Erlösung Musst du sagen, dann echt rausarbeiten? die ist nicht in der Zukunft. Die Erlösung ist nicht in der Zukunft. In der Kirche, so wie es die Kirche So wie sie es verkauft dir verkauft, ist es so, ja. Aber hat. Ja, trotzdem habe ich die gemeint. Wahrheit Ja, zur Erlösung, die findest du nicht in der Kirche. Das wird ganz bewusst unterschlagen. Also da gibt es eine wichtige Information dazu, die man kennen sollte, dass man weiß, was Erlösung eigentlich ist, ja, oder wo die stattgefunden hat, warum der Erlöser genannt wird. Das kannst du ja eigentlich nicht auf das, also wenn wir jetzt auf Jesus Christus gehen, dann kannst du nicht sagen, okay, was hat er denn jetzt gemacht, dass er der Erlöser ist, weil der wurde verurteilt, ans Kreuz gehängt und Punkt. Und das war's. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und was hat das jetzt damit zu tun, dass du erlöst bist? Wodurch bist du erlöst worden? Ja, und da wird erklärt, naja, er hat alle Schuld auf sich genommen. Das habe ich mal an der Tür zu einem Zeugen Jehova gesagt. Können Sie mir mal erklären, warum ich Rechnungen kriege, wenn einer für alle Schulden am Kreuz hing? Da hat er gemeint, naja, das hat doch mit dem nichts zu tun. Das finde ich schon. Weil es wird ja gesagt, es ist eine Schuld. Ja, also da sind ganz viele energetische Prozesse drin, die du in ganz vielen Bereichen einfach wiederentdeckst, ja, wenn du genau hinguckst. Ja. Wenn du es natürlich nur annimmst und nicht nachdenkst und denkst, wow, Also, ich meine, geile, geile Mucke, dann ja. Das eben tatsächlich von kirchlicher Sicht, von unseren Matrizen, die wir gesagt bekommen, bezogen, diese Zukunftserlösung. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit sagen. Du Ja, hast drei Säulen der Macht. ich will's rausarbeiten, ich finde es sehr wichtig. Die Wissenschaft sagt dir ja immer, so werden wir im Jahr 2050 leben, du wirst erlöst sein, alles wird gut sein. Das haben sie dir auch erzählt fürs Jahr 2000. Ja, nicht, dass wir gebeamt hätten und den Mars kolonisieren. Jetzt bibbern wir darum, dass die Wohnungen im Winter warm bleiben und wir genug Gas haben und vielleicht ein bisschen Strom. Ich habe schon wieder eine Petroleumlampe wie vor 50 Jahren, Ja, du, ich habe verstehst heute gelesen, dass der Gaspreis schon wieder fällt. Ja? Also sie kriegen es irgendwie nicht so hin mit ihrer Krise. Also das ist alles so, das ist alles nur Wischiwaschi. Ja, tut mir leid. Ich gebe auf solche Meldungen nichts mehr, ja? Weil das nur dazu da ist, dich einfach in diesen Panikmodus zu versetzen. Ja? Da bist du wieder weg von dir. Ja? Das ist einfach so. Das macht man schon die ganze Zeit so. Ja, wichtig ist, also was es mir geht dabei ist, dass die Hoffnung auf Besserung, wir sind immer zu 95% davor und wir arbeiten daran. Und die letzten 5%, die schaffen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder zur nächsten Generation. Genau. Dann doch nicht, tut uns leid. Wir probieren es neu. Wir haben so viele Probleme und wir haben die Lösung. Ja, genau. Eigentlich haben wir die Lösung. Eigentlich. Ja, wir glauben, wir haben die Lösung. Ja, genau. Ja, deswegen, wir Als wir glauben, ja, genau. Arsche. Ja. Aber ich will nochmal zurück auf diesen Einwand, den ich gerade gebracht habe, weil wir sagen das ja auch immer, weißt du, du hast diesen Dreierbereich, ja, also Vatikan, London, Washington DC, ja, die ja im Prinzip die Welt so in der Form, wie wir sie kennen, bisher bestimmt haben. Bestimmt im Sinne von Bestimmung. Das heißt, also man hat ja im Prinzip auch so einen Zukunftscharakter drin. Und wenn du dir jetzt Vatikan anguckst, dann fragst du dich, für was ist der da? Für was? Jetzt gibt es 1,3 Milliarden Christen, Katholiken, ja, und darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Menschen, die im Katholizismus hängen, obwohl sie es gar nicht merken. Und das fängt schon mit dem Zeitsystem an, ja, weil du hast ja das katholische Zeitsystem. Und das katholische Zeitsystem ist nur dazu da, um dich von
deiner Frequenz, ja, in eine andere Taktung zu führen. Und damit bist du wie bei einem Peace-Zeichen. Dir muss das gar nicht bewusst sein, ja, aber du tust es ja, weil du es ja glaubst in irgendeiner Form. Und ich bin eigentlich mittlerweile sicher, dass das, weil so viele Ähnlichkeiten einfach in diesen ganzen Stories eben drin sind, weil man sagt, das ist das, das ist das, das ist das. Wie oft hast denn die Erlösergeschichte in Hollywood schon gesehen? Das gibt es doch in jedem zweiten Film. Jawohl. Ja, ob das Matrix ist oder Star Wars oder Avatar oder Herr der Ringe oder ja, es ist immer dasselbe Prinzip oder Harry Potter. Es geht immer um den einen, der auserwählt ist, das Böse zu besiegen. Ja, und auch die Form, in der Geschichten erzählt sind, ist immer gleich. Das ist dieser Heldenmythos, das ist ein Archetyp, ist ein Grundmuster in unserem Inneren. Ich habe mir einen Spaß draus gemacht, ich habe die Filme mal, bin ich durchgegangen. Hollywood-Produktionen, über 90% funktionieren genau nach dieser Matrize So ist exakt. es. Ja. Erlösergeschichte. Das ist die Messias-Geschichte, nichts anderes. Heldenreise mal googeln. Ich habe es auch auf dem Kanal, Leute. Sind gelungene Videos, Heldenreise. Genau danach funktioniert es, ja. Und so wird im Einzelnen, das Individuum wird in so eine Heldenreise reingestopft. Und da drin ist ja auch immer die Erlösung, wie du schon sagst, aber das Kollektiv auch, also wir als Ganzes. Ja, das hat so einen Bahnhofcharakter. Wie meinst du das? Bahnsteig. Da stehst dann da und denkst, der Zug kommt oder er kommt nicht, du wartest. Und so wie das mit den Zügen halt so ist, ja, manchmal fallen sie halt auch aus. Ja, Und gab's ja auch so einen 80er-Song. der, ja, genau, der Erlöser ist praktisch die Bahn, die kommt und du steigst ein und dann übernimmt der und dann fährt er dich ins Glück, ja, so in die Art, ja, so nach dem Motto, dir wird Golgatha erspart oder irgendwas in der Art. Also so in der Art wird er das da verkauft. Du musst nur auf den einen warten. Das war auch mit der ganzen Trump-Geschichte das Gleiche, wo alle gedacht haben, das ist jetzt der Erlöser oder für andere ist es Putin oder ja, und manche glauben Baerbock, was auch immer, ja. Dann Die der Sohn setzen des sich genau an die Unglaubens. Position und sagen das ja in der Form, dass wir, ich die Lösung habe. Ja, so. Ja, dabei fragen, und da drin ist schon dieses: Brauchst du überhaupt eine Lösung? Entwickelt sich das Sein auf eine Lösung hin? Also, Lösung ist ja auch schon wieder interessant. Du löst dich, ne? Klar, wenn wir sterben, Ja, lösen. du löst was, ja. Es wird was gelöst. Ja. Jetzt die Ja. Frage, um was geht es da eigentlich? Warum Ja, heißt das Lösung? Ja? Vielleicht hat das was mit Loslassen zu tun, weißt du alles nicht. Und die zum Beispiel. Lösung, ja, ich kann es nur noch mal sagen, es gibt auch bei der Jesus-Christus-Geschichte einfach Elemente, die werden ganz bewusst unterschlagen. Sage ich dir an der Stelle. Ich weiß es, weil ich die dementsprechenden Quellen dazu habe, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit, das kann man fast nicht sagen. Ja, und wenn du dir das anguckst, dann merkst du, dass in diesen Informationen einfach was nicht passt, ja. Na, Du wie kannst klar. dich auf der einen Seite vor einem Punkt eine Riesenangst aufbauen, auf der anderen Seite aber erklären, dass das was Tolles ist. Ja? Lösung kannst du aber auch sehen, als wenn du jetzt, ich sag mal, Tinte in Wasser tropfst, dann löst sich das auch auf. Also es ist tatsächlich auch so ein Diffundierungs- oder sagen wir Verhaftungsprozess. Es ist zweiseitig, will ich gerade nochmal darauf hinweisen. Finde ich nämlich interessant, weil du vorhin Lösen, ja. gesprochen hattest, die Erlösung, was da an Bedeutung drin sein könnte oder so, hat man vielleicht auch zwei Prinzipien. Er kommt auf die Erde und er geht von der Erde, weißt du? Wie auch immer, Wir wollen doch ein ganzes. vielleicht löst er sich ja auch auf, vielleicht ist Jesus Christus irgendwo Ja, er löst gelöst. sich dann in dir auf, er ist jetzt in uns allen drinnen, er ist. Möglicherweise. Ja. Welche Jo. Band hat dir in den 80ern gefallen? Hä? Welche Richtung warst du so unterwegs in den 80ern? Das sage ich dir nicht, das ist zu. Das sage ich nicht. Du Bestimmt. privat? Ja, irgendeinem Irrsinn bist du auch gefolgt, oder? Also wir hatten in Wiesbaden, also jetzt mal, okay, gut, wenn wir da, wir hatten in Wiesbaden, da wurde ich ja groß, hatten wir eine Band, ja, die wirst du nicht kennen. Die Crackers. Kennst du die? Nee, ne? Boah, das war, hey, die kamen über Nacht so zeitgleich mit Nena, ja, und die haben Wiesbaden weggeflasht, okay, bis Frankfurt rüber, da war die Grenze zu und Rottgaus, die kennst du Die wahrscheinlich. Rottgau wundert uns, Ja, erbarmen, die Hessen kommen. Ja. der Was gute. hat denn da der Papa da? Ja, Ich fand ja sehr geil, kleiner Pirat von denen, ne? Sehr lustig. Ey, die ich haben. fand den Grappa richtig gut. Okay. Ja, wir jetzt wieder. Krasse Oh. Sache. Die fand ich richtig geil, die Crackers, ja. Die. Und wenn du Glück hast, dann touren die sogar heute noch so ein bisschen durch die Dorfzentren oder sowas durch, alle 2 Jahre. Aber ey, egal. Wir haben aber dann die 70er übersprungen. Ich finde die 70er ganz markant. Also die 70er Deutsch in Deutschland hier.
weißt du, meine Opas, alles alte Ostfrontsoldaten, ja, und haben dann fleißig HR4 gehört. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Geschmacksfarbe rüber. Bei uns heißt das der Spätzle-Sender. Ja, genau. Und dort lief dann, das musst du dir mal reinziehen, so im Kontext jetzt zum Zweiten Weltkrieg, der gerade rum war. Die Söhne hören dann wegen mir, nicht werden eh Rolling Stones und laufen mit der Bomberjacke rum. Und Gegenkultur hört HR4 mit Karel Gott, Howard Carpendale, Roberto Blanco. Wen haben wir denn da noch so alles, der da rumläuft? Roy Black. Der Roy Black, der Ivan Reprov. Oh ja, Ivan Reprov. Also eigentlich war es Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Ja. Jetzt überleg doch mal, wie sich das widerspiegelt. Deutschland wird Oh besetzt, mein Gott. gespalten. Ah, mir fällt gerade Dieter Thomas Schreck ein. Der konnte noch schneller babbeln als wir. Ja. Was ich sagen will, ich habe den Verdacht, dass sich in dem alten Deutschland damals die Besatzung widerspiegelt und das Funktionieren in einem vereinigten Europa. Und man setzt den Leuten plötzlich alles an Ethnien und fremden Nationalsängern vor die Nase. Und jetzt passiert eins nicht. Mein Opa vorm Fernsehsender oder macht nicht aus, sondern die haben sich das alles reingefahren. Die haben sich und mitgesungen. Es ging voll und das kapiere ich bis heute nicht, diese Kritiklosigkeit der 70er. Ja. Kannst du das bestätigen aus deiner Familie, dass Ja. es einfach auch so, Ja. oh, ist gut? Wie geht das? Ich kapiere es nicht. Wie geht das? Ich glaube, Balsam. Ich glaube, dass einfach, dass man das so verstanden hat, dass man sich selber irgendwo beruhigt hat. Weil alles, was du da hörst, ja, das geht immer um diesen ganzen Schmalz da, ja, so dieses Blümchensprache, so dieses ganze Ding da durch, ja, so irgendwie, ja. Und ja, wer so ein bisschen raussticht aus dieser Ecke, das ist, glaube ich, Udo Jürgens. Ja. Und der hat da schon eher so ein bisschen den krasseren Ton angeschlagen, ja, oder auch sehr verklausuliert Problematiken dann auch angesprochen. Und wenn du das mal so siehst, ja, also du hörst in diesen Liedern nichts von Verzweiflung, du hörst nichts von ja, irgendwelchen Gefühlszuständen, die nicht so schön sind. Es geht immer nur um das Paarungsverhalten, kannst du fast sagen, in einer tollen Atmosphäre. Ja? Also so nach dem Motto, wie kriege ich das Weib meines Lebens, so in der Art, oder ja, oder Scheiße, die hat einen anderen, so in der Art. Sowas in der Art kam da, ja. Und wenn du dann die Stones anguckst oder die Beatles und alles, was in den 70ern daraus resultiert hat, ja, dann war das eigentlich das krasse Gegenteil. Also wirklich das Gegenteil. Weil da ging es dann wirklich auch mal um soziale Probleme, Umstände, Missstände. Ja. Warum sind denn all diese Jungs da immer aus den armen Vierteln? Und was auch spannend ist, die ganzen Heavy-Metal-Bands, wenn du da guckst, ja, was es dann auch so später dann mal gab. Da haben viele aus diesen Heavy-Metal-Bands, die ganzen Typen, die da die haben alle militärische, oder die meisten haben einen militärischen Hintergrund. Ja, klar, das verweist ja auch auf diese andere Trinität zur Steuerung zwischen NASA und Popkultur und Politik, ne? Ja. Wo eben auch ganz enge Verzahnungen sind. Gerade in Amerika drüben, unheimlich viele Rockstars, deren Väter, Mütter dann in der Politik stark verflochten sind. Ja. Also wie Das gesagt, hat mal einer geprüft, der hat gesagt, das ist unglaublich. Also viele haben Militär als Hintergrund, also die Eltern Militär. Und weißt du, vielleicht ist das ein. Wie kannst du es über den Weg sagen, dass man dann wirklich so versucht, auch, ich meine, wie funktioniert Militär? Wie funktioniert das? Ja, komm, du warst doch nicht dabei, wie ich dich so angucke. Nein. Du weißt es doch dann gar nicht. Also. Ja, deswegen frage ich ja, wie funktioniert das? Ja, Von wird darauf oben kommuniziert, da hast kommt du von keine oben Gedanken. Befehlskette nach unten durch, ja, und unten steht die Masse und tut, was einer will. Exakt. Gut, es ist wie in einem Versicherungskonzern letztendlich. Letztendlich kannst du sagen, der Sektencharakter ist auch nicht so weit weg davon. Pyramidalstrukturen. Ich Ja. möchte diesen Aspekt nochmal rausheben, den du eben hattest. Die Möglichkeit, dass die 70er-Jahre-Musik, die Spätzle-Sender, HR4,
Balsam, Beruhigungsmusik war, ja, da fragt man sich, für was, was wurde überkleistert? Die Traumata des Zweiten Weltkrieges, Ich denke die es. Erziehung, dass man, weißt du, so Lieder als Groschenromane, die verkauft werden, ja, fehlt jetzt nur noch der Doktor, der sich verliebt oder so. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt jetzt für diese HR4-Geschichten. Und dann denkst du, du musst dich davon distanzieren, dann hörst du Stones oder sonst was, wo es um Problematiken geht, fällt mir wirklich und fällt mir wirklich noch Ja, das Ausleben eine von Geschmacksfarbe, ja. Ja, Ausleben von? Bedürfnissen, was auch immer. Da werden Bedürfnisse geweckt, ja. Was weiß ich, sexuelle Freiheit, was auch immer du darin siehst, ja. Oder einfach mal Tabus brechen, ja. Oder Grenzen sprengen. Das ist an sich kein schlechtes Thema. Ich glaube, das haben wir ja alle irgendwo in uns drin, ja. Dass wir über uns hinauswachsen wollen oder in bestimmten Bereichen auch mal über, sagen wir auch, über den Schatten springen müssen, ja. Und das geht dann in den Exzess, also wirklich in das richtig krasse rein, weil es muss ja wirken, ja. Also muss man dir das wirklich exzessiv vorleben, dass du auch auf die Idee kommst, naja, ein bisschen könnte ich ja auch. Das ist Und so in der Art. da frage ich mich, wer hat diese Bedürfnisse geweckt? Du hast gesagt, Und Bedürfnisse. wozu? Genau. Ja, Da und wenn du kommt's. dann guckst, weißt du, diese ganzen Kostümierungen, was da noch mitkommt, ja, weil es geht ja nicht nur um die Musik, ja, es wird ja auch grafisch, optisch, das war ja MTV dann 1980 mit dem Start der Videos, der Videoclips, ja, dann ganz vorne, ja, dann hast du dann das Bildmaterial ab den 80ern dazu. Und das ist das, was die 80er eigentlich auszeichnet, dass du nicht nur mehr aufs Akustische verlegt hast, dann über Disco 79 mal die Band gesehen hast, ja, so in der Art mit Ilja Richter, sondern du hast dann irgendwann auch diese 3-4-Minuten-Dinger da gehabt, ja, wo dann die Videos produziert wurden, wo dann noch Stories mit verpackt wurden. Ja. Ich erinnere mal an, boah, wer war denn da gut? Aha, hatte ein super Video. Peter Gabriel. Ja, Ja. ja. Ja, auch sowas, wo dann Meilenstein in der Videosequenzen, Sledgehammer, ne, mit diesen Einzelbilden-Dingern da, wo du dann hinguckst und denkst, boah, wie haben die das gemacht? Ne? Vorher hattest du ja die fetten Shows. Jetzt nehmen wir doch nochmal Pink Floyd, weißt du, mit The Wall, wo sie das Ding dann wirklich auch live und körperlich auf die Bühne gebracht haben. Ja, wobei The Wall mit Berlin nichts zu tun hat. Also das, was The Wall war ja, was? Berlin meinst du auch nicht? Ja, aber das hat man dann auch noch kolportiert. Also Waters hat das ja dann noch auf Berlin und Mauerfall noch übergezogen, hat das ja solo weitergemacht, weil nach The Wall kam ja die Trennung, ja. Und The Wall selber, also die Platte selbst, das ist Kriegsaufarbeitung auf britischer Sicht, weil da geht es um die Psychosen der Briten, wenn du mal so willst, in der Art, ja, dass das über den Weg aufgearbeitet wurde. Aber du, jeder, der Interessant. kann, ja. Berlin hätte ich jetzt eher mit Barclay James Harvest verbunden. Die hatten ja dieses Live-Album damals, Berlin. Und auch ein wunderschönes Lied, dieses Berlin. Ja. Ist ja egal, ja. Ja. Aber da hattest du noch die fetten Shows, weißt du? Und in den 80ern übertrug sich das tatsächlich über die Technik und so. Ich meine, Nick Kershaw, der da an seinem Amiga dann die Töne gemacht hat, in die Plastikwelt so rein. Die's im Objekt in den 70ern schon gab. Alles war plötzlich Plastik und bunt. Wobei Kershaw live, muss ich sagen, war schon der Hammer. Wann warst du da? 1989. 80er, das war alles in den 80ern. Also das ist du bist ja da mitgezogen, ja. Du warst ja auch ein Teil der Masse und fandst das cool und bis dahin hast du ja auch diesen Haarspray drin, ne? Die Mähnen da irgendwie und Haare gefärbt und blondiert und was man da gemacht hat. Ja, Gel, jede Menge. Ja, meine Kinder wundern sich auch immer, was Papa, das bist du, weißt du, so lange Haare und Ja, Kram. eins darfst du nicht vergessen, die Schulterpolster war ganz wichtig. Ja. Ja, ich habe damals ja gedacht, das wäre das Ende von Mode. Also besser geht es nicht. Ja? Geht Ja. nicht. Also, ja, wir haben uns getäuscht. Also siehst du auch mal, wie in den 70ern, ich sehe das auch auf den Familienaufnahmen, so Super 8, typisches Design. Und dann wird ständig gefeiert. Die sind immer am Feiern, so als wollten sie. Ja, okay, aber du hast es ja, du hast, wann machst du Fotos, ja? Das ist heute alles auch so ein bisschen rausgekommen. Das machst du bei einem Anlass, wenn irgendwas Tolles passiert. Da hast du halt damals die Super 8-Kamera gehabt und hast halt gefilmt. Ja? Das habe ich auch. Ich habe Berge von Super 8-Rollen da drüben. Ich habe sogar noch den Projektor, der ist von, ich meine, Baujahr 64, 65, der funktioniert, ja, alles wunderbar. Den kannst du anschließen, dann wirklich auch die Filmrolle da einbauen und dass das dann durchläuft, ja, ohne Ton alles, ne? Das ist. Das Rattern, ne? Also hat schon was, ja, aber. Ja, aber die haben sich damals auch immer schon wochenlang auf die Fäden gefreut, weil es gab dann zum Beispiel Fleisch oder Hähnchen, was noch damals sehr teuer war.
Deswegen, es war der Anlauf zum Konsumismus, der dann in unserer Natürlich. Zeit, in den 80ern, hat er richtig zugeschlagen. In den 90ern wurde er auf die Höhe getrieben und dann hat man uns langsam und sicher fallen lassen. Man könnte darin auch ein Kalkül übrigens vermuten. Natürlich. Ja. Das ist Materialismus. Ja, das ist auf das, guck auf das, guck auf das, guck auf das. Genau. Und vielleicht ist das auch etwas, was gerade bei den Deutschen so, weißt du auch, da gibt es immer Wirtschaftswunder aus den 50ern, dann die 60er und fleißig und arbeiten und ja, du irgendwie musst du ja, weißt du, diese ganzen Verletzungen da irgendwie verarbeiten, dann konzentrierst du dich halt darauf. Und ich glaube, dass das einfach hier auch ja, zu dem geführt hat, was letztendlich jetzt auch gerade läuft, letztendlich. Man könnte auch sagen, dass das im Grunde alles eine Beatles-Geschichte war, auf die die Energien geschoben worden sind, halt in 1000 Geschmacksfarben, weißt du? Geh von dir weg und guck im Außen. Guck mal, alles, alles toll, alles wichtig. Befreie dich selbst über das Außen. Jetzt Ey, voll geil. bist du angekommen. Also, wir haben 70er, da gab es dann ein paar Highlights, ja, das ist so am Entstehen, ja, kannst du so gucken. Da gibt es dann so ein paar Headliner, ja, Stones, klar. Deep Purple hast du gehabt. Police ist Ende der 70er gekommen, ja, auch mit Sting als genialem Sänger und Bassisten. Eine völlig neue Art von Musik, da hat man dann logischerweise genreübergreifende Sachen gemacht. Dann kam die Popgeschichte Deutsche Welle in den 80ern, Ideal aus Berlin, ja, ganz krasse Nummer, ja, ne? Richtig heftiges Ding. Und dann die 80er hindurch war eigentlich nur dadurch geprägt, noch bunter, noch toller, noch besser, noch technischer. Da wurde immer mehr Technik eingebaut. Ja, ich kann mich an Yes erinnern. Sagt der Yes noch Ja, was? natürlich. Ja, Owner of a Lonely Hearts. Ja, Erste Mal mit einem genau. DX7 Yamaha gearbeitet. Effekte in der Musik drin. Da habe ich gedacht, hier fliegen die Ohren weg. Ja. Hammerhart. Ja. Und dann die 90er, ja, und da war dann, das war aus meiner Sicht so ein bisschen Grunge-mäßig geprägt, ja, weil gerade Nirvana, Kurt Cobain, ja, da gab es ganz viel im Heavy-Bereich, wo Stile gemixt worden sind, gemischt worden sind. Ich weiß gar nicht, was jetzt momentan angesagt ist, ja. Heute hast du nur noch diesen komischen Rap, ja, ich weiß nicht, wo die Sprache auch noch so, Ganz viel an Stilen und so. Ne, das ja. Also ist schon ein geil. unglaubliches Angebot da draußen. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich weiß, was in den Charts steht. Das wusste ich immer, ja, was in den Charts, wer oben steht. Ja. Ja, Wer nee, ist das der Headliner? ja. Mainstream. Ja, aber das ist alles weg. Ja. Also ich kam damals mehr so aus der Ecke aus den 80ern noch Foreigner, Saga, so die kamen. Boah, Saga. Ja, geile, Saga geile. war ja das absolut Größte. Hallo? Ach, puh. On the Loose und so waren ja die dicken Dinger, die Ja, alle. wobei Wind Him Up und was mir auf der Worlds Apart am besten gefällt, ist das letzte, das No Stranger. Ja. Mit diesem, Achtung jetzt, kommt raus. diesem Pulsschlag da am Anfang und dieses lange Geratter da und dann dieses Klavier, was einsetzt, ja, wo dann die Geschwindigkeit kommt und plötzlich hauen die da in das Schlagzeug rein und dann am Schluss mit dieser Akustikgitarre, mit diesem Text am Ende. Das ist so genial, dieses 7 Minuten Stück. Waren die doch auch die ersten, war doch Saga, ne? Die zwei Schlagzeuge auf der Bühne hatten. Sowas Kann ich mich nicht daran erinnern, aber war damals noch voll die hier sind die Sensation. Taylor, ich glaube, Taylor, hier sind die Taylor, ich weiß nicht. Ne, die können es nicht. Nee, die beiden, das waren ja auch Brüder, das war ein Brüderpaar, So, irgendwie. okay. Ja. Komischerweise eine kanadische Band, ne? Meine, ja, ich überlege gerade, ob Loverboy waren Kanadier. Kann sein, kann sein. Ich meine, die sind ja auch so zusammen. Ich habe Loverboy. Saga gesehen in Stuttgart vor 8 Jahren. Da stand der Sänger mit der Platte da, so wie du. Die langen Haare weg. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn mit dem passiert? Bei uns waren Foreigner in der Vorstadt Kerb auf einmal aufgetreten, vor 5, 6 Jahren. Ne? Ja, die sind alle noch da. Ne? Vielleicht Ja. kommt irgendwann ein Comeback. Ja, genau. Ja, und dann hast du plötzlich in den 90ern diesen Bruch drin. Ich war völlig irritiert, als die mit diesem Techno-Disco-Kram kamen. Ne? Also Ja. vorher hast du Rock und Pop und auf einmal kam dieses Techno dazu und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht jetzt auf einmal. Ja. Ja, das ging mir auch so, ja. Da gab es dann dieses, da gab es ein Lied, das war Pump Up the Jam, war das, glaube ich, hieß das. Ne? Und das war so ein Einleiter, ja? Also der irgendwie gesagt hat, da kommt dieser Techno-Beat her, so irgendwo so direkt. Das war das, was du im Mainstream gehört hast. Dann kam die Trance-Geschichte, ja, das kam auch noch. Alles nur noch in die Elektronik rein, ja, wobei du aber auch sagen musst, das musst du auch alles einspielen. Also das einfach da irgendwie so zu machen, das ist nicht so ohne. Also da steckt schon ein gewisser Punkt an Kreativität in. Ich war einmal ein Silvester in
in einer Techno, in einem Club, ja, und habe dort mal, weißt du, was mir da aufgefallen ist? Das sind ganz feine, also da geht es um die Nuancen, ja, also da hast du im Hintergrund so Synthie-Pop-mäßig Begleitung, Percussion, ganz feine Tonänderungen und die wiederum sorgen dafür, dass du in der Frequenz einfach den Level mitgehst, ja, das geht immer weiter rauf. Jedes Techno-Lied hat einfach so diesen, wir fangen an und dann geht es schneller und dann geht es hoch und dann irgendwann explodiert das Ding, ja, und Genau. das ist eigentlich das Gleiche, was die anderen auch machen, ja, vielleicht nicht ganz so linear, weißt du, aber das ist Musik für den Verstand, ja, das muss man so sagen, also da ist für mich kein Gefühl drin. Ja, genau. Du musst Zumal es im dir. Hintergrund diese nicht Melodien, sondern was hast du noch? Takt, Melodie und das dritte. Das ist mittlerweile fast komplett weggefallen. Harmonie. Die Harmonien, genau. Die hast du im Modernen dann gar nicht mehr. Nein. Wobei es gibt, also jetzt auch im Techno-Bereich oder auch in der elektronischen, ja, also da gibt es auch Sachen, die finde ich gut. Also wo ich dann sage, hey, das klingt gut oder das sind schöne Melodien oder das geht gut rein, das muss nicht mal einer singen, ja. Das, was wir auf der Volition zum Beispiel hatten, ja, das war auch so was, das hatte ich so ein bisschen getragen, ja, und das ist leichte Kost, das kannst du dann so sagen. Da triffst du im Prinzip jeden Geschmack, kannst du sagen, und Ja, über was reden wir da im Grunde? Ist es ein Degenerationsprozess, den wir beschreiben, oder ist es dann auch schon wieder zu moralistisch? ich denke, das ist damit drinne. Aber das liegt an jedem selbst, weißt du, ob du dich degenerieren lässt, ja, weil wenn du da kommt es eben wieder auf diese eigene Einwirkung an. Wenn du der Heldennachläufer bist, dann wird das nichts. Ja? Man kann ja was gut finden, da gibt es ja nichts dagegen zu sagen. Ja? Also, wenn du einen Satz sagst, finde ich den ja auch gut, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dich dann vergöttere, um Gottes Willen. Ja? Das wäre der nächste Schritt, ja? Dass man sich dann auch dieses Ober- und Unterverhältnis da transportiert. Und der steht ganz oben und du bist der Kleine unten, der da. Findest du in jeder Superheldengeschichte ist das das Gleiche? Micha, können wir kurz mal Pause machen? Ich müsste kurz mal raus. Sorry. Alles gut. Wir können es auch fortsetzen irgendwann. Könnten wir auch machen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt ge gesprochen haben. Lang? Doch, ja. Okay, Denkst kann du was, ja? Ich weiß nicht, 40, 50 Minuten, aber wir haben ja jetzt ein Feuerwerk von Informationen hier rausgehauen. Das ist ja krass. Ich weiß gar nicht, ob du das senden kannst. Doch, doch, klar. Ja. Weiter Okay, so. Frank, nee, lass uns das weitermachen, kein Problem. Ich sehe dich auf der Volition, spätestens 4. bis 6. November. Freue mich auf dich, ja? Ich freue mich auch sehr. Das wird wieder bestimmt sehr, sehr klasse. Ja. Ja, kann man so sagen. Okay, Okay. dann. Frank, Jo. bis dahin. Tschö.